Moin miteinander. Letzt wegen jen wir wir durch die los an Klosterstätte, der Schneeglöckchen merkt wir. Saute dach wir all, Hellbild besorg und Sonntag haben wir beste Wehr, do wird richtig voll. Ja, aber auch der Rest von der Weg, was einiges los. Montagabend hat der Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Tourismus von uns gemeinraut, Binane Seiten und da wurde darüber berauen, was in den nächsten 4 Jahren in uns Dörpen so alt passieren soll. Da ist von der Ortsrätin Hellbühl kommen an Vorschläge, wie sind die einzelnen Sachen nochmal durchgegangen. Hellbühl sagen, lopen all, auf sind anlopen und sind aber auch einige Dinge, wo wir noch mal genauer kicken wollen, wo das passieren soll und wo wir Förderung dafür kriegen können. Das haben wir uns nur wie gesagt, genau ankicken und bringen das nun wieder weg und wir informieren ja darüber, wo das damit wiedergeht. Dann haben wir Dienstagnachmittag, Mordtermin, da haben wir die Leitung von uns Grundschulen inladen und die haben von uns kriegen so einen Bieneninformationskasten. Das heißt, mit diesem Kasten da kann eine Unterrichtseinheit gestaltet werden, wo wichtig die Immen für uns sind und dass die Kinder wir mehr über die Immen lernen und wo hochbedürfend die für uns haben. Da ist natürlich alles so dort inricht, dass man für Grundschulkinder da was machen kann. Da sind Bau- und CDs sind dabei, aber auch so eine Anleitung für den Bau von Lektionisthilfe und für andere Sachen. Ich bin blieb, dass wir das Thema mal wieder so ein bisschen da nach vorne bringen können. Ich glaube, dass dürfen wir heil andere Sachen, die auch so muss Leben bewegen, nicht vergeben, denn ohne die Impfung und ohne die Bestäubung dieser Marken ist das sonst irgendwann halt schwierig um uns Welt. Ja, und nun kommende Wegen gern, da haben wir auch wieder was heil Besonderes in uns gemein, dann ist in Riebster Hammeck was los. Ja, moin miteinander, nun stau wie da auch mal in Riebster Hammeck, da sind wir noch gar nicht fest mit uns Videos, aber gibt einen bestimmten Anlass, take me. Staunt Tobias, Henning und Eike. Was habt ihr hier an Wegen für Henning? Ja, an Wegen nennen wir uns Cassis Karneval. Wir tot bestimmt hier in Hamburg, sieht knapp 20 Jahre, würde ich sagen. Ja. Entstanden ist er damals in Rohrichum, bei Cassi, bei der ja. Lokalität. Und da haben sie irgendwann mal keinen Bock mehr gehabt und dann haben sie uns von Land jung gefragt, ob wir das übernehmen würden. Ja. Aber das ist die Marke, Cassis Karneval, auch wenn das nicht mehr wie Cassis ist, nur ist das wie Reimt Enninger. Genau, wie Firma Enninger ja. Ist das, die geben uns ein paar Jahre diese Stehe zur Verfügung. Und an der Stehe auch noch mal am besten Dank, dass wir das hier mit machen können. Die Zelten, die sind fertig, Meter und 30 Meter, die muss man auch erstmal setzen können. Das ist so. Nun geht das an Herr Set hier mit das Organisieren und so wieder. Wo lang sind Sie mit dem Aufbau zu gehen? Ja, wir treffen uns ja meist hier im Januar, da haben wir Jahreshauptversammlung, da beproben wir mal alles und so. Und da noch, wenn dann der neue Vorstand wählt ist, dann setzen wir uns immer beieinander, haben eine Vorstandssitzung und dann fangen eigentlich alle die Planerei an. Ja. Mit Genehmigungen und dies und das, was wir alle brauchen. Genau. Wie heißt Landjugend hier? Landjugend Murmeland heißt er ja, ne? Ja. Aber sind von ILO ja nicht so viel die Bielefekt, ne? Ja, ja. Also. Ja. Es kommt von Simswald oder Rieb ja. Oder ILO. Genau. Wir haben helllöche Anteil noch am Mormelandes, aber ja. Ja. Das ist nicht so wie Cassis Karneval, die Marke, das ist der Landjugend Mormeland. Ja. Der Kern ist in Gemeinde ILO nur ansiedelt. Ja, genau. Tobias, mit wofür organisieren die das dann so? Ja, also wir starten ja, so was Eike gerade gesagt hat, dass der Fürstand all das Wichtigste all organisieren darf. Und das fängt an wie Bauzäune organisieren, Getränke. Dann diese helle Genehmigungsverfahren mit Gemeinde, aber auch mit Landkreis. Mhm. Das läuft immer hell Geld. Und dort starten wir dann immer mit so, ja, 5 bis 6 Mann. Und dann so am Wegenehren, ab Freitag, kommen dann die ganzen Mitglieder von Verein, von Landjugend. Und dann starten wir dann hier mit Aufbau und. Da sind wir dann meistens immer so 25 Mann. Da gibt es dann abends noch was Leckeres zu essen und ja. Zu trinken. Und also ihr arbeitet ja so langsam in der Party rein, also mit genau, Vorparty ja. Und so weiter. Ja. Ist ja prima, dass das so klappt und packen auch alle mit an. Ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Henning hat gesagt, das Gift allein ist ja nur ein bisschen besonders, wir haben 2 Jahre praktisch Corona-Pause hat. Ja.
Was denken Sie, wofür Lü Henning kommt das mal? Haben Sie bestimmte Erwartungen oder wo gehen Sie damit um? Ja, unser Rekord wäre für Corona mal so an 800 Mann. Und wie gehen da eigentlich, also das Bauchgefühl sagt, dass wir da auch wieder in die Richtung kommen, weil ein Helbild Lü sagen, wir freuen uns darüber, dass das endlich nur wieder nach der hellen Corona-Pandemie nur endlich wieder starten kann. Wo wie ist der Einzugsbereich? Also von woher kommen der Lü? Tobias, kannst du das sehen? Ja, der kommt von M, gut Stadt, M der Umfeld, aber halt auch Gemeinde Ilo, von Westersander, Weine, also ich löf, du hast jede Ortsteil von Ilo vertreten. Wir kriegen immer Besorgung von den Landjugenden in Ostfriesland, so wie die Landjugend Holtland, kommt immer nur ein paar Bussen vorbei. Also du hast eigentlich bald meist hell Ostfriesland vertreten. Ja. Also man kann sagen, Ostfriesland trefft sogar den Riebster Hammock jetzt an Wegen. Ja, das klingt doch auch. Ja, das ist gewaltig. Eigentlich muss ja ein Hellbild gemacht worden, Tobias Heller ein bisschen verteilt, sogar bitte den Sicherheitsdienst, das muss ich auch regeln, ne? Ja, alles, auch DRK und so was, ne? Muss ich auch haben. Das wird ja vorschreiben, das nützt ja nun mal nichts, das ist so. Und wieso für Lü, braucht man das auch, ne? Ja, muss alles vorbereitet werden für den Fall der Fälle, ja. Fall, aber das ist all aufsichert, also man kann ruhig hierher gehen, ist für alles vorkehrend. Auf jeden Fall. Eigentlich ist das immer ein ziemlich ruhigen Party, so, da gibt es nicht viel Skandal oder Elend oder sowas. Ja, und die Strauten hier sind ja nicht alte breit und so. Gibt da irgendwie einen Tipp für die Leute, die hierher wurden? Was sollen denn morgen Fahrgemeinschaft bilden oder Landjugend, Landsitz, oder die kommen mit Bus oder Holtrop? Was ist die Erfahrung? Wo macht man deine besten? Also die beste Erfahrung ist, die Leute dauern sich zusammen mit Taxi, dann können die hier bitte auf Platz wie Enningers Föhr fahren, buchen dann auch nicht mehr so wie Lopen. Ansonsten derjenige, der mit Auto ankommen oder hier eher bei uns ankommen will, da haben wir dann ein Park-and-Ride-System organisiert, sodass die einmal so in Ruhe in Hamburg fahren, dann sehen die Ortschaft auch noch einmal im Dunkeln. Aber dann können die dann so an Strotzkant parken. Ja, gut. Wo laut geht denn los, sagte der? Ja, nochmal das allem. Da fangen wir nämlich mit den Lütchen an. Die vieren von 15 bis 17 Uhr Kinderkarneval. Das findet auch schon Tainte Mall statt, so ungefähr. Ja. Und da haben wir dann ein paar eine Hüpfburg, haben wir dort einen Ballonkünstler, ein bisschen Disco für die Lütchen. Für welche Olle ist das so? Kann man das sehen? Also mein Lütchen, der kommt auch mit. Der ist noch nicht mal ein. Und ich sag mal so mit Konfirmanden-Olle. Aber dann ist man all mit Abstand die Ollste. Ja. Genau. Und dann, Donau geht wieder dann irgendwann für die Gruppe. Genau, dann geht ab 21 Uhr wieder. Ja. Und dann haben wir uns Einlass, wir haben Verkassen. Und dann geht man auch nicht lange warten. Nee, eigentlich nicht. Ja. Wollen wir damit dann natürlich versorgen, dass das nicht so lange Wartezeiten geben darf. Und dann mit so 3 Uhr haben wir uns Genehmigung. Ja. Genau. Ja, prima. Also ich finde das Herr Klasse, dass bei uns in Gemeinde so ein klasse Sorge für die Jugendlichen stattfinden dort. Besten Dank für Ihre Arbeit, die Sie dort einsetzen. Und ich hoffe natürlich, dass die Sims auch einen halben Spaß haben. Ja. Also wir sehen uns mit Bi. Ja, genau. Alles Gute dafür. Danke. Dankeschön. Danke. Ja, und auch wie nur an Wegen in Riebse Hammock sind oder anders war bei uns in Gemein. Ich hoffe, ihr habt Spaß und habt Mutit und holt ihr blöd und gesund dabei.